fit im Kopf, mental stark. Wer besondere Anforderungen will erfüllen, ein ganz bestimmtes Ziel will erreichen, sei das im Amateursport, wenn man das erste Mal einen Marathon durchsteht, eine Qualifikation zu erreichen, zum Beispiel für einen Nachwuchskader oder für die Nomination von einer Jugendeuropameisterschaft. Später dann steigen die Anforderungen von Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Der muss auch einen klaren Kopf haben. Wenn man im Kopf nicht zweg ist, irgendwelche Spannungen, Druck, Unsicherheiten sich bemerkbar machen, weiss man oft nicht, woher kommt das. Das ist einfach so da. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, bis 5 Minuten vor dem Start ist alles noch gut und plötzlich fühlen sie an zu schwitzen. Sie wissen zwar nicht warum. Im Bauch tut sich ein Druck bemerkbar machen. Und jetzt fühlen plötzlich Gedanken und Überlegungen, oh, was passiert, wenn ich versage, wenn ich hier einen Fehler mache? Das sind natürlich Situationen, die sehr ungünstig sind, die das Risiko vom Versagen gehen leider unterstützen. Mit der mentalen Trainingsmethode, wenn wir den Sportlerinnen und Sportlern ein Werkzeug, ein Instrument geben, dass das, was sie sich im Training angeeignet haben, auch im Wettkampf können unter Beweis stellen. Dass sie mit Ruhe, aber auch mit Selbstsicherheit, mit Selbstvertrauen an den Wettkampf können gehen. Und dass sie dann nicht unmittelbar vor dem Start so irgendwelche unmöglichen Überlegungen machen, Angst und Unsicherheit könnte aufkommen, das ist eins der wichtigen Elemente, wo das Mentaltraining den Sportlern grosse Unterstützung geben kann. Ich habe jetzt in dieser langjährigen Erfahrung immer wieder gemerkt, dass viele Sportlerinnen und Sportler über enorme Talente und Fähigkeiten verfügen, aber sie haben ihre Karrieren abgebrochen, weil sie vom Mentalen her das nicht im Griff hatten. Dass sie im entscheidenden Moment ihre Leistung nicht können vollbringen. Und das ist es ja. Nachdem der Wettkampf vorbei ist, weiss ich als Sportlerin, als Sportler genau, habe ich jetzt einen guten Wettkampf gemacht? Habe ich gut gespielt? Oder hätte ich es eigentlich können besser machen können? Und das ist natürlich unbefriedigend. Wenn ich weiss, ich hätte es eigentlich können, nur es ist mir nicht gelungen. Das ist nicht gut. Das befriedigt nicht. Und langfristig ist es eben eine Gefahr, dass man dann so überlegen macht, warum trainiere ich denn immer? Warum nehme ich die Empörung auf, die Leistung kommt nicht? Das Trainieren ist so wie bei einem Baum, wenn man sagt, der Baum wächst und irgendwann will man die Früchte auch ernten. Und das ist im Sport genau gleich. Irgendwann will man mal die Belohnung, die Anerkennung kriegen, dass der ganze Aufwand, den man betrieben hat, dass man hier auch die Anerkennung, die Wertschätzung bekommt. Und für diese Aufgabe, für das Ziel, ist die mentale Stärke eine ganz entscheidende, wichtige Sache. Man könnte sagen, wer mental stark ist, hat bessere Voraussetzungen, im entscheidenden Moment erfolgreich zu sein. Und wie höher denn die Anforderungen werden, umso wichtiger wird die mentale Stärke. Wenn es nur noch um Hundertstel, um Zehntel geht, um sich zu qualifizieren oder eine Medaille zu bekommen, in solchen Situationen ist das Mentale ganz entscheidend. In der Entwicklung eines Sportlers ist natürlich auch Selbstvertrauen ganz wichtig. Glaubt er, spürt er, dass er das machen kann. Die mentalen Trainingsmethoden haben aber auch eine gute Nebenwirkung. Das Fitnesstraining, das ich mit meinem Kopf mache, kann man auch brauchen in der Schule, im Studium, in der Lehre und auch später im Beruf. Nämlich die Anforderungen, die ein Gedächtnis muss erfüllen, im Denken, im Überlegen, im Erinnern, in der Ruhe, in der Konzentration, die man hat, spielt das gar keine Rolle, ob man das im Sport einsetzt oder in irgendeiner anderen Disziplin. Die Überlegung, dass eigentlich zum Beispiel eine Matur oder eine Lehrabschlussprüfung wie eine Schweizer Meisterschaft ist. Im entscheidenden Moment muss ich alles das können abprüfen, alles das können umsetzen, was ich gelernt habe, was ich mehr für die Aufgabe vorbereitet habe. Das Mentaltraining kann man auch so vergleichen, neben den traditionellen Elementen wie Ausdauer, Kraft, Stehvermögen, auch Geschicklichkeit, Beweglichkeit mit Mentaltraining unterstützt werden kann. Auf der einen Seite die physische, die körperliche Geschicklichkeit und Beweglichkeit
aber auch die geistige, die mentale, also Geschicklichkeit und Beweglichkeit auch vom Kopf. Die Gedanken sind dann wichtig, wenn man zum Beispiel etwas gestalten muss, einen Brief schreiben, ein Konzept, einen Vortrag vorbereiten. Die geistige Flexibilität, die man sich beim Mentaltraining aneignet, hilft einem auch bei solchen Aufgaben. Viele kennen das, wenn man zum Beispiel einen Brief, eine Bewerbung oder einen Vorschlag muss auf Papier bringen, dass es manchmal sehr einfach geht. Handherum hat man das Gefühl, ich kann es nicht formulieren. Die Gedanken kommen in den Kopf rein. Es macht mir Mühe, nur irgendwelche Sätze zu formulieren. Da kann das Mentaltraining einen ganz wertvollen Beitrag leisten. Die Nervenzellen, die der Kopf braucht, um alle die Gedanken zu verarbeiten. Die Nervenzellen, die meine Bewegungen steuern, die müssen natürlich hohe Anforderungen im Sport erfüllen. Mit dem Mentaltraining trainieren wir die Nervenzellen, trainieren, dass sie fitter werden, dass sie die Leistung können viel besser, präziser erbringen. Zusammengefasst kann man sagen, Mentaltraining verbessert und trainiert die geistige Fitness.